Hakuna Matata, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Nightmares DLC. Ich hänge leider immer noch im Wasser fest. Immer noch. So. Irgendwie ist diese Stelle für mich ein bisschen verflucht. Oh nein, wir werden es wieder nicht schaffen. Wir werden es wieder nicht schaffen. Oh, ist das bescheuert. Typisch TV, da fällt mir ein, mit meiner neuen Bandbreite kann ich mich ja auch nochmal am Stream versuchen. Wird spannend. Ja, typisch TV, gerne, versuch das doch. Mit deinem neuen Internet wird das bestimmt wieder richtig gut. Oh nein, ich bin direkt... Was war das? Ich bin direkt in seine Hand hineingesprungen? Ja, na ganz toll. Ganz, ganz toll. Etwas, das von der Mühle... Ach so, Rith ist immer noch am Planschen und kommt nicht aus dem Wasser raus. Ja, das stimmt, Martin. Ich glaube, ich habe hier gerade zu viel Lust an... Ich verstehe es einfach. Okay. Also so langsam werde ich jetzt wütend. Also so langsam muss ich mich jetzt ein bisschen mehr aufrecht hinsetzen. So ein bisschen mehr mich aufrecht hinsetzen, trainieren. Okay, ich verstehe es jetzt langsam nicht. Das ist doch echt eigenartig und peinlich. So, wir klettern hier hoch. Dann springen wir ins Wasser. Dann locken wir das Monster weg. Nein! Nein, du lässt es jetzt sein. So, wir werden ihn jetzt zu der Seite weglocken. So, geh jetzt dahin. Los! Ja, er greift es. Dann werden wir nicht gegen die Wand knallen. So, wir werden jetzt hier ganz schnell... Der ist zu schnell. Wir schaffen es wieder nicht. Wir schaffen es wieder nicht. Nee, das ist doch scheiße! Oh, jetzt reicht's hier aber langsam. Jetzt reicht's aber. Okay. Volle Konzentration. Ich versuche jetzt mal nicht zu reden. Dumm war das bitte, dass ich jetzt mit dem Analogstick aus Versehen nach unten gedrückt habe. Oh my goodness. Meine Fresse. Oh, was schreibt ihr ansonsten noch Schönes? Wobei, ich gucke noch mal ganz kurz. Wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Stelle gar nicht so schlimm als in Erinnerung. Ich habe die gar nicht so... So. Okay. Sehr gut, jetzt haben wir es geschafft. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir jetzt dahin oder dahin? Der schmeißt uns jetzt eh hier gleich wieder runter. Ah! Nein, 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 nein. Ich glaube, wir müssen an der Lampe. Nein! Nein, schmeiß uns nicht runter! Warum macht er das? Nur weil er Hunger hat? Oh, he's hungry. Der will kleine Kiddos essen. Will kleine Kiddos. Kleine Kiddos. Toll. Und dieser Save Point ist auch mega scheiße hier. Das ist echt kacke. So. So, okay. Jetzt können wir uns hangeln. Deswegen gab es die Lampe da und hin und her und zack. So, schnell auf eines dieser... So. Okay. Okay.
Das hat doch besser geklappt. Ich lese gleich den Chat. Schnell auf die Latten hier. Haha. So, wir sind jetzt hier. Okay. Wow! Schnell schwimmen! Just swim for your life. For your life. Wie ich richtig schön Denglisch mache. Denglisch mache. So. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Hier auf die Rohre fallen lassen. Oh. Das war wirklich richtig knapp. Wir haben es endlich geschafft aus dieser Planschhölle. So. Ihr habt Schönes geschrieben. Gut, dann ziehe ich den Auftrag zurück. Ich stehe gerade vor dem großen Rätsel, wann Soja Hack durch ist. Leon, gute Frage. Wann Soja Hack durch ist? Ich glaube, wenn es eigentlich gut gebräunt ist. Ich finde, man sieht auch immer, wenn sich das ganz stark so zusammengezogen hat. Glaube ich, weil ich ja auch sehr viel vegetarisch, vegan gekocht habe. Oder koche eigentlich. Genau. Da fällt mir ein, mit meiner neuen Bandbreite. Ach so, stimmt, das habe ich schon gelesen. Etwas von der Mühle. Ach so. Dann habe ich den total überlesen, aber gut, dass ich den nochmal gelesen habe. Leon, hab heute auch versucht, mein Stream-Setup zu optimieren. Bin fast verzweifelt. Ja, es gibt einiges, was man hier ändern muss und all sowas, ne? Hat bei mir ewig gedauert, bis das Zeug durch war. Hab's erst vor wenigen Tagen probiert. Ja, das glaube ich. Vielleicht auf die Holzbretter und auf die Plattform? Bin selbst nur unwissend. Oh, danke schön, Martin. Auch wenn ich es ein bisschen verspätet gelesen habe, hast du mir trotzdem versucht zu helfen. Dankeschön dafür. Find den Weg ansonsten ein bisschen weit. Ja, das stimmt. Der Weg war auch wirklich weit. Na, da erwartet mich ja was. Hab halt echt Hunger. Ja. Martin, er will nur mit mir knuddeln. Oh, aber ich will nicht mit dieser Wasserkreatur knuddeln. Ich fühle ihn. Hunger macht böse. Ja, das stimmt. Der ist hangry und nicht angry. Oh mein Gott, voll gut, typisch TV. Hungry like a wolf. Hungry like a wolf. Oh nein. So, nachdem wir hier jetzt diese ganzen Wasserpassagen geschafft haben, haben wir hier auf dem Boot noch mehr Leichname. Oh. Ich bin mal wieder so ein Genius. Das natürlich im falschen Moment abspringen muss. Haha. Sondern das Boot schwenkt hin und her und wir müssen genau in dem Moment darauf springen, wenn es am meisten zu uns geschwenkt ist, was jetzt der Fall war. So, und jetzt? Oh Gott, jetzt müssen wir... Oh Gott. So, schnell wieder auf die Kackholzbretter. Nein! Der hat durch das Holzbrett hindurch gegriffen? Hallo? Krass, dass er das machen kann. Heftig, heftig. Toll. Wo war jetzt der letzte Checkpoint? Hm? Ah, okay. Schön, schön. Puh, dann war das doch noch ein angenehmer Checkpoint. Check 1, Check 1. Einchecken. So, mit ein bisschen Anlauf müsste das doch besser klappen. Na komm schon. Zack und zack und finally, wir haben festen Boden unter den Füßen. So, dann können wir hier entlang klettern. Ist jetzt nur die Frage. Hä? Müssen wir komplett hier hoch oder wie ist das jetzt? Aha. Ah. Hier haben wir ein einzelnes Zimmer. Welches einfach nur ein Bett hat, Klopapier, eine Toilette, ein Waschbecken und ganz viel Klopapier. Aha. Tschüss. Habe ich jetzt Klopapier verschwendet, aber wir haben ja noch genug. Ah, wir müssen darüber. Da auf der anderen Seite ist eine Kurbel. Leon, es liegt ja nicht mal am Broadcaster, sondern am Spiel. Rocksmith ist eine Diva, was Audio angeht. Und dann muss ich mein Mikro so filtern, dass man die Geräusche der Gitarre nicht hört, sondern nur meine Stimme. Oh, okay, das ist auf jeden Fall sehr
aufwendig, Leon, das stimmt. Konntest du das aber beheben? Okay, was machen wir jetzt? Okay, wir können nicht darüber springen. Oh, okay. Wir sind im Wasser gelandet. So, was haben wir hier sonst noch? Wir haben... Da können wir die Kurbel reinmachen. Dann haben wir einen Knopf zum Drücken. Aha, der... Der saugt das Wasser wieder ab. Warum? Okay. So. Ha! Da ist ja sogar noch die Klorolle. Mein Schatz. Mein Schatz. So. Dann holen wir uns mal erstmal die Kurbel. Was ist denn hier mit der Tür? Warum geht denn die Tür nicht auf? So, zack. Ab nach oben. Klettern, wir sind ein Kletteräffchen, ein Kletteräffchen. Das Kletteräffchen nimmt sich die Kurbel und schmeißt sie runter. So, zack, runtergeschmissen. So, dann schnappen wir uns die Kurbel und wir klettern mal wieder nach unten. Leon, noch nicht ganz. Ich habe Fortschritte gemacht, aber ich werde mir morgen mal ein Tutorial zu den Mikrofonfiltern ansehen. Ah, okay. Also leider habe ich auch noch nicht Erfahrung mit Rocksmith gemacht. Da kann ich dir leider auch nicht helfen. Das tut mir echt leid. Ich hoffe, dass du schnell eine Lösung finden wirst. Hey, die Klorolle, die schwimmt da. So. Nein. So, wir schnappen uns hier. Schnapp dir bitte nicht die Dose, sondern hier ist doch die Kurbel. So, die Kurbel werden wir jetzt auf dem... Geht das nicht? So, ja, sehr gut. Auf dem Koffer, auf dem einsamen und verlassenen Koffer. Und dann werden wir das Wasser wieder fließen lassen. Ganz tolle Beschreibung. Dann werden wir das Wasser wieder auffüllen lassen. Wie kann ich mir jetzt aber die Kurbel nehmen? Oh, ich bin blöd. Wir müssen das Wasser wieder absaugen lassen. Denn wir müssen den Koffer doch auch noch verschieben. Dass mir das nicht eher eingefallen ist. So. Dann laufen wir zum Koffer. Ziehen das einmal. So. Das müsste doch jetzt klappen, oder? Wieder nach oben und Wasser einlassen. Hallo, nach oben. Nach oben? Du sollst nach oben gehen. Oh, ist das behindert? Kletter jetzt einfach nach oben. Dankeschön. So. Gut, dann werden wir jetzt nämlich auf dem... Genau, Koffer. Und jetzt werden wir das mit vollem Schwung hier rüber. Genau. So. Oh nein, ist das jetzt hier ein Quicktime-Event? Zumindest ist das auf Zeit. Ja, das war auf Zeit. Okay. Dann müssen wir den Koffer mittig befördern. Das heißt, wir müssen nochmal Wasser ab. Ich kann schon nicht mehr richtig reden. So. Dann ein bisschen mittig schieben. Nein, nicht die Dose aufnehmen. Ah, ist das ein guter Sprung? Ich glaube, das reicht. So, dann klettern wir wieder hoch. So, und jetzt müssen wir uns beeilen. Hallo? So, Knopf drücken. So, und...
Wie mache ich das jetzt am besten? Okay. Oh, yo! Ja, wir haben es geschafft. We did it. We made it, Leon. Ich habe mir die Setlist vom Akira-Konzert runtergeladen und ich habe vor, das komplette Konzert in einem Stream nachzuspielen. Wow. Okay, das ist sehr beeindruckend, Leon. Wow, mega gut. Es muss nur erstmal das Ganze drumherum funktionieren. Oh ja, das kann ich verstehen. Nee, das musst du echt, ich meine, wenn andere Streamer oder Let's Player das ja auch schon geschafft haben, mit Rocksmith zu Let's Playen und aufzunehmen, dann müsste es bei dir doch auch klappen, oder? Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und schönes Vorhaben. Hätte gelacht, wenn du die Kurbel gegen den Strahlträger geworfen hättest und sie ins Wasser runtergefallen wäre. Ja, das stimmt, das hätte auch passieren können. So, zum Glück haben wir es jetzt geschafft. Oh, endlich. Ich habe schon gar keine Motivation und Lust mehr auf Wasser, muss ich ein bisschen zugeben. Aber ich frage mich, ob die Angst von unserem Protagonisten, weil er hat ja auch einen Albtraum darüber gehabt, ob er wirklich sehr stark, also ob das jetzt so ein bisschen seine Angst widerspiegelt oder ob es einfach mit so viel Wasser hier die Levels designt sind, weil wir noch mehr Wasser. Okay, wo bin ich? Oh, habt ihr gesehen, wie riesig? Der hat da einfach gechillt auf dem Sessel. Oh Gott. Nein. Sink uns nicht versinken. Hey, ich hab doch... Nee, ich hab doch... So. Ja, okay. Zack. Und zack. Oh Gott. Also, was ich gemerkt habe, mit Six haben wir uns immer weiter hochgearbeitet. Weil wir waren ja wirklich so in der Küche, im Schlafgemach, dann im Restaurant hier mit diesem namenlosen Protagonisten. Ich weiß nicht, was für einen Namen er hat. Sind wir viel eher unter dem Ganzen. Also wir sind so ein bisschen, weiß ich nicht, kann man sagen, hinter den Kulissen. Und deswegen ist das hier alles so verwahrlost, weil das keine Aufenthaltsorte sind. So. Und deswegen ist es hier einfach mit Müll voll und allem möglichen. Nein. Und weil sich das auch in den tieferen Etagen befindet, sind wir nun hier mit ihm. Okay, hier haben wir einen Hebel. Aha, wir haben den Strom angemacht. Leon, es ist also nicht ganz so krass. Du kannst die Rocksmith wie Guitar Hero mit einer echten Gitarre Bass vorstellen. Ja, irgendwann wird das schon. Ich werde dran arbeiten und zack und zapp, zapp, zapperab. Zapp, zerab. Ach so, und zack und zapp, zerab. So, jetzt habe ich es auch. Nice. Mega gut. Das heißt, Leon, du kannst generell auch Gitarre spielen. So. Einmal an der Lampe hin und her schwenken. Hin und her. Abspringen. Oh, hier haben wir jetzt auch einen Hebel. So. Holy moly. Wir haben da durch den Hebel, durch die Betätigung des Hebels, haben wir mehr Wasser reingelassen. Und der ist jetzt richtig wild. Der ist richtig hungrig. Und der ist auch richtig groß, dieser alte Sack, der sich hier im Wasser befindet. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Scheiße. Scheiße. Das einzige Wort, was mir einfällt, ist Scheiße. Und noch mehr Scheiße. Was läuft denn so im Fernsehen? Hey! Nicht hochklettern! Nicht hochklettern! Nein. Verpiss dich! Just die! Mach das nicht kaputt! Verpiss dich! Ah! Jetzt habe ich mit einem Stromschlag gekriegt, weil ich so schnell ins... Weil ich einfach so schnell... Ich wollte auf dem Fernseher springen und der Fernseher hat... Okay, wo war jetzt der Checkpoint? Och, das geht ja eigentlich. Okay. Ja, genau. Ich habe es mit dem Spiel quasi gelernt.
Wow, das ist mega gut, Leon. Sehr schön, das freut mich. Ich sag dir Bescheid, wenn ich mal live gehe. Sehr gerne, das würde mich echt interessieren. Ich liebe ja auch Musik. Da wäre ich also auf jeden Fall, zumindest für die erste Sitzung, gespannt dabei. So? Was läuft denn so im Fernsehen? Ach, scheiße. Ja. So. Die Musik ist auch ein bisschen anders. Die Musik ist ein bisschen, finde ich, hektischer. Oder zumindest löst diese Musik bei mir ein bisschen mehr Hektik und Unruhe aus. So, klettern. Nein. Nein! Boah, wie der aussieht. Der hat Glatze. Der ist voll schlank und voll lang. Alter, das ist hier sogar... So, sterb jetzt. Sterb einfach. Aber ich glaube, das ist ein anderer. Oh. Wir haben es geschafft. Yay, geschafft. So. Kriegen wir jetzt noch einen Stromschlag? Nee, okay, das ist gut. So, vom Fernseher können wir jetzt... Ah, hier hoch. Okay, das ist doch gut. So. Der Junge heißt offenbar Kit. Ah, okay, interessant zu wissen. Er ist wirklich einfach nur Kit. Okay. Kit the Coon. Kit Coon. Nee, Death the Kit. So war das. Von dem Anime Soul Eater. So, jetzt haben wir hier... Wir können einmal nach oben. Oder was können wir hier? Was ist denn jetzt der Hauptweg? Ah, okay. Das ist ein optionaler Collectible. Scheiß. Jetzt haben wir wieder die Flaschenpost. So. Ich frag mich, was das wohl für eine Post ist, dass er die auch immer einsteckt. Was könnte das bedeuten? So, dann werden wir hier einmal die Treppen nach oben steigen. Verwenden. Hier haben wir weiteres verwahrlostes Zeugs, was alles in Kisten untergebracht ist. Also auch wie so eine Art Lagerraum. Und eine ganz, ganz lange Leiter, die uns nach oben befördern sollte. Aha. Oh! Ich bin noch weggesprungen von ihm, aber von der Story her hat er uns bestimmt trotzdem gefasst. Boah, ist das ein Bastard? Oh mein Gott. Das sind wir! Das findet also zeitgleich statt. Das findet also am selben Tag statt. Wir waren das Kind, was er uns als allererstes zu sich genommen hat. Oh mein Gott, wie interessant das ist. Wow, das ist eine richtig gute Idee. Das finde ich sehr gut. Oha, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Bei uns heißt er Strubbelpeter. Ach, Strubbelhaar oder Strubbelpeter. Ja, würde ich ihn eigentlich auch so nennen. Ach, der Strubbelpeter. Immer wieder ein kleines Kindheitstrauma. Ja, die Geschichte ist eigentlich wirklich keine Kindergeschichte. Wo befinden wir uns jetzt? Der hat uns eingepackt. Der hat uns am lebendigen Leib. Da sind wir. Okay, er hat es nicht fest genug zugeschnürt. Haha, wir können entfliehen. Oh, das reißt. Oh. Ui, ouch. Alles okay? Oh Gott. Oh. Oh, wir sehen, wir treffen zum allerersten Mal die Wichtel. Oh. Nein. Warte doch bitte.
Hallo? Hallo? Oh, okay. Wir sind jetzt hier auf einer weiteren Müllhalde gelandet. Dann werden wir mal den Wichteln hinterhergehen. Puh, zum Glück ist nichts gebrochen. Hey! Oh, wo ist er? Er ist weg. Oh, das habe ich nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall ist es für mich jetzt auch wieder komplett blind. Okay, hier laufen viele kleine Wichte rum. Oh, er rennt weg. Er hat auch Angst. Wo? Genau. Oh, wie süß die laufen. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde sie einfach immer noch süß. Oh, man kann sie knuddeln. Oh, bitte kann ich dich knuddeln. Ich will dich so gerne knuddeln. Oha. Schaut mal. Das haben wir doch als Six immer angemacht, die Lampen. Heftig, krass. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht. Ich sehe jetzt hier auch nichts von dem Collectible. Dann werden wir... Moment mal. Können wir... Ich kann die Tür nicht öffnen. Und wir können... Wir sind nicht schmal genug, dass wir da durchpassen. Was machen wir dann? Klettern wir hier hoch? Oh, süß, du bist der Einzige, der stehen bleibt. Hallo. Oh, und tschüss. Oh, wie süß. Er hängt fest. Oh, es ist der süß. Er hängt fest. Es tut mir leid, dass ich das süß finde. Soll ich ihn zu mir ziehen oder... Ich ziehe ihn da durch, oder? Komm, ich drücke ihn durch, dass er fliehen kann. Aber das passt nicht. Okay, dann muss ich ihn zu mir ziehen. Oh. Oh, tut mir leid. Das... Ich kann nicht aufhören, aber ich finde es einfach süß. Halte, um ein getragenes Objekt zu werfen. Die Musik ist sehr interessant. Oh nein, muss ich den... Oh, muss ich ihn jetzt werfen, damit die Tür aufgeht? Ah, okay. Wenigstens hat er sich festgehalten und nicht Schaden genommen. Oh, wie süß. Kann ich irgendwie... Na komm, du kannst loslassen. Oder soll ich... Komm, soll ich dich auffangen? Komm schon, ich fange dich auf. Du brauchst keine Angst haben. Genau. Siehst du? So. Oh, wie süß, ey. Aha. Das ist der Mann mit den langen Armen. Mit den langen Armen. Okay, der ist hier gezeichnet. Oh, wie süß, der folgt uns jetzt. Oh mein Gott. Wir wissen einfach... Also ich weiß immer noch nicht, was die Gnome oder die Wichtel für eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht, was sie symbolisch bedeuten sollten oder was für Wesen sie sind. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay, ja, eigentlich will er zu uns kommen, aber... Brauchen wir ihn jetzt wieder, damit wir... Oh, ich glaube, wir müssen ihn nochmal... Wir müssen ihn hier werfen, damit ich ihn da hochwerfen kann und er das runter... den Hebel betätigt. Okay. Ich versuche dich mal hochzuwerfen. Halt dich fest. Ja, sehr gut. Nicht runterlaufen, nicht runterlaufen. Komm. Genau, du kommst mir hinterher. Na komm. Nicht im Kreis laufen. Bloß nicht verwirrt sein. Okay, dann schnappe ich mir dich und so. Okay. Mit Six konnten wir ja auch immer, aha, wir können uns mit ihm auch ducken. Ja! Nein! Ach, gut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er als einzelner Verlorener alleine bleibt. Oh, süß, dass er wieder so zu uns kommt und so hochgeguckt hat, so richtig so erwartungsvoll nach oben. Okay, aber das ist ein Raum, den wir mit Six auch schon mal, glaube ich, betreten haben. Nur die Zeichnungen sind ein bisschen anders. Hier haben wir wieder das Auge, dann haben wir hier die kleinen Gnome, die zusammenhalten. Und wir haben die Kinder, die flüchten, auch Hand in Hand. Einmal ein Mädchen und ein Junge. Okay, das ist ja sehr interessant. Soll ich den hier schieben? Aha, und das kann man sogar nur zu zweit schieben. Ah, und da haben wir ein Loch.
durch das wir hindurchgehen werden. Erstmal die Taschenlampe anmachen. So, was haben wir hier? Sind wir jetzt nicht mehr geduckt? Okay, hier gibt es wieder nur Müll. Dann haben wir hier ein weiteres Loch. Da ist einer gefangen. Den müssen wir befreien. Den müssen wir auf jeden Fall befreien. Wir könnten uns hier wieder unter dem Tisch verstecken. Interessant, okay. Das klappt ja gar nicht. Muss ich dich wieder nach oben werfen? So. Und dann werfe ich dich im Teamwork einmal da hoch. Oh, das geht nicht. Ist das zu hoch für dich? Ist interessant. So, einmal. Nein! Nein! Bitte nicht wieder runterfallen. So. Zack. Oh, das war zu nah. Typisch TV. Deswegen habe ich damals auch aufgehört, am Daumen zu lutschen. Hatte Angst, dass mir jemand den Daumen die Daumen abschneidet. Ja, das stimmt. So. So. Dann schnappe ich mir dich wieder. Hat aber immerhin die Geschichte funktioniert. Das stimmt auch, Leon. Typisch TV. Sieh einmal. Hier steht er. Pfui. Der Strubbelpeter. An den Händchen beiden ließ er sich. An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden. Seine Nägel fast ein Jahr kämmen ließ er sich nicht sein Haar. Pfui, da ruft jeder Garst Ger Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann. Stimmt, wie ich das gerade mit Sprachfehlern gelesen habe. Nee, das geht gar nicht. Aber ja. Nee, ich muss ihn befreien. Und wenn ich dich generell den Tisch hochwerfe, geht das? Ja! Sehr gut! Ja! Was machst du jetzt? Willst du nicht erstmal deinen Kompagnon befreien? Okay, er schiebt, aber er braucht jetzt meine Hilfe. Wie komme ich denn jetzt dahin? So. Nee, so geht das nicht. Warte mal, wenn ich ihn hochwerfen kann, kann ich hier auch hoch? Nee, irgendwie kann ich hier nicht hoch. Was soll denn jetzt gemacht werden? Würde die Tür auch so aufgehen? Nee. Kann ich hier eine Schublade? Hä? Die hat sich doch gerade bewegt. Die Schublade bewegt sich. Aha! Da ist ein zweiter Wicht. Hallo! Du brauchst keine Angst zu haben. Wir versuchen gerade, einen deiner Artgenossen zu befreien. Guck mal, ich knuddel dich. Oh, süß. So, und jetzt, keine Sorge, ich werde dich versuchen, sanft nach oben zu befördern, damit du mithelfen kannst, deinen Artgenossen zu befreien. Und hepp! So, sehr gut. Okay. Ach, die sind echt niedlich. Ich mag die irgendwie. Ich hoffe, die sind ein gutes Omen. Oh, wie süß. Der eine ist runtergefallen, der andere lässt sich runterhangeln. Oh, wie süß ihr seid. Wir haben einen Auftrag zu erledigen. Wir müssen. So, ich werde einen von euch befreien. So. Oh nein. Oh, es tut mir leid, dass du in Gefangenschaft leben musstest. Jetzt wird vielleicht wieder alles besser. So, dann kannst du mitkommen. Ich bring dich zu deinen anderen Artgenossen. Guck mal, 3 Stück. So, jetzt seid ihr alle zusammen. Oh, oh, ich kann es nicht glauben, dass Six einer von denen angeknabbert hat. Ich glaub's nicht. So, kann man sonst hier noch was machen? Nee, das kann man nicht öffnen. Süß, die zeigen auf die Tür mit dem Auge. Was wollt ihr mir sagen? Soll ich euch da hochwerfen? Nee, okay. Oder stand ich im falschen Winkel? Ich stand vielleicht auch im falschen Winkel.
Okay, immer noch im falschen Winkel? Nee. Okay, wir müssen alle versuchen, gemeinsam anzu. Gemeinsam, wo ist denn der Dritte? Hallo, komm doch bitte mit. Okay, wir brauchen deine Kraft. Na komm schon. Wir werden versuchen, gemeinsam hier zu fliehen. Von dem Schiff. So, guck mal. Ja? Verstehst du nun, was du machen musst? Ja, genau. So, mit vereinten Kräften werden wir die Tür... Ah, sehr gut, aufbrechen. Wir haben es gemeinsam geschafft. Ihr lieben Wichte. Oh mein Gott, wie süß. Jetzt folgen die uns immer noch nach. Gut, dann werden wir mal die Treppen hier hochsteigen. So. Brauche ich immer noch eure Hilfe? Das ist ja äußerst interessant. Okay. Ich versuche mal hier hochzuklettern. Eigentlich, genau. So. Nee, ich brauche tatsächlich wieder einen von den süßen Wichten. Ich hoffe wirklich, wie bereits erwähnt, dass sie nichts Böses... Oh, das war der falsche Winkel. Nichts Böses repräsentieren. Hä, immer noch nicht? Okay. Stehe ich zu weit weg? So. Hä? Könnt ihr nicht klettern? Die klettern nicht. Kann ich denn mit denen gemeinsam klettern? Nee, irgendwie nicht. Ah, ich verstehe. Aha. Das war jetzt aber ganz schön gut eigentlich. So. Was zur Hölle? Ach so. Kohle? Warum ist das wichtig? Ich glaube, ich muss einen dazu bringen, dass er die Kohle geöffnet hält. Kann das sein? Was ist denn im nächsten Raum? Hier haben wir weiterhin ganz viel Kohle zum Heizen oder für den Antrieb. Oh, da ist ja noch einer. Der zeigt dahin. Hallo. Du zeigst dahin. Auf dem Hebel. Okay. Schaffe ich es, den Hebel alleine zu betätigen? Aha. Ihr nehmt die Kohle, packt sie da rein. Die Musik hat sich verändert. Dann nimmt er, die nehmen sich, wie oft müssen die das machen? Aha. Ich glaube, jetzt ist es vollkommen am Arbeiten. Hat das jetzt auch ein Zeitlimit? Ah, und die Tür ist auf. Ich glaube, das hat ein Zeitlimit. Kann das sein? Ich muss einen dieser süßen Wichte dazu bringen. Warte mal. Die zwei arbeiten. Okay. Die zwei machen nichts. Was muss man denn mit den beiden machen? Ich versuche mal einzunehmen und den an den Hebel zu werfen, damit er sich an den Hebel hängt, damit die Tür die ganze Zeit aufbleibt. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. So. Nee, okay. Das klappt nicht. Aber sie sind jetzt hierher befördert. Alle vier sind jetzt hier. Okay, ihr kümmert euch also tatkräftig um die Kohle. Das ist sehr gut. Wofür war aber das da? Vor allem, wir haben jetzt rechts eine geöffnete Tür und wir haben hier ganz viel zum Klettern. Das ist sehr interessant. Hier haben wir jetzt mehr Kohle und einen Schrank. Müssen wir hier auch noch Kohle? Nee. Was ist das? Aha. Hier haben wir einen extra Raum, den ich glaube, ich wieder alleine nicht schaffen kann. Ich brauche wieder die anderen Wichte dazu, dass man die Tür entgegenstemmen kann.
Interessant. Okay, dann schauen wir uns mal, was es auf der Leiter weiter oben gibt. Die Musik ist sehr gut. Ich finde, die passt sehr schön dazu. So. Dann haben wir hier weitere Türen. Aha. Hier haben wir Spielzeugklötze in Kisten aufbewahrt. Huch. Auch wieder die schöne Kameraperspektive. Ja, wir lieben es so sehr. So, ab nach oben. Was ist das? Hier gibt es wieder Andeutungen an, ja, dass Leute sich hier auf dem Schiff strangulieren, also mit dem Strick das Leben nehmen. Das gab es ja so, sogar im Hauptspiel zu Beginn von Six Reise, haben wir ja auch ein Zimmer gesehen mit einem Abschiedsbrief, wo ein erwachsener Mensch sich erhangen hat. Und hier sehen wir jetzt Puppen, die dasselbe tun. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht die Menschen darstellt, die nicht mehr in dieser Branche so arbeiten wollen, die nicht mehr die Kinder entführen wollen und aushungern und misshandeln lassen, sondern und sie finden keinen anderen Ausweg, dass sie sich deswegen das Leben nehmen und erhängen, weil das, was sie Kindern angetan haben, können sie nie wieder rückgängig machen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir hier auch eine Tür, die wir nicht. Ist das interessant? Ich komme da nicht hoch. Da haben wir nämlich wieder eine Türklinke, die ich nicht schaffe. Okay. Aha, hier haben wir aber was. Okay. Ratten. Er. Was macht er hier? Hat er uns gehört? Was machst du da? Ah, dann lässt er die Tür auf. Ist das der Hauptweg? Weil wir konnten ja eigentlich noch nach rechts. Da hat sich eine Tür geöffnet. Scheiße, er hat die Tür wieder zugemacht. Können wir hier unten? Ah, wir können wirklich durch den Schacht. Oh. Oh mein Gott, es wird wieder eine Schleichpassage. Denn hier ist einiges mit Verband ausgelegt und wir haben hier einen Werkzeugraum. Verschiedene Sägen mit verschiedenen Spielsachen, die hier aufbewahrt werden. Auch mit so einer Werkbank. Er hat ein Spielzeug abgelegt in einer Kiste. Okay. Das ist interessant. Was macht er jetzt? Er greift ins Regal. Er stellt ja hier auch manchmal Fallen für die Kinder. Ich glaube, ich muss hier mal raus. Was ist denn sonst noch hier unten eigentlich? Moment. Ich glaube gar nichts mehr. Okay, wenn er das nächste Mal. Das ist jetzt also sein Ablaufschema. Er nimmt sich immer etwas und geht zur. Was machst du? Da war ein Gnom, da ist ein Wicht. Was machst du mit ihm? Nein. Was tut er ihm an? Oh nein. Oh Gott, ich weiß, ich muss jetzt gleich hier raus. Aber ich wollte mir erstmal sein Schema angucken. Ist der vor Angst gelähmt? Der hat sogar auf seinem Hut das Augensymbol drauf. Was machst du mit ihm? Was machst du da? Ich will ihn retten. Okay. Oh. Okay, aber ich glaube, wir können erstmal nichts machen, oder? Oder können wir ihn doch retten? Ah, wir müssen dann so zurück,
Okay, ich hoffe, wir können ihn gleich noch retten. Dass wir. Der stellt hier wirklich. Schaut mal, wir können jetzt sogar aus dieser Seitenperspektive sehen, was er da so macht. Okay. Nein, jetzt kommt er hierher. Ernsthaft? Okay, wir sind leise. Da ist der Affe. Okay. Wo geht der hin? Okay. Er schnappt sich wieder was. Scheiße, wir müssen die Kurbel drehen. Wir müssen an der Kurbel drehen. Bisher haben wir es ja wirklich lautlos geschafft, hier zu ihm zu kommen. Dann haben wir hier eine Kiste gefüllt mit weiteren Puppen. Und dann haben wir da auch noch einen Hebel. Was ist jetzt klug, zuerst einzuschalten? Ich weiß es nicht. Weiß er, wo wir sind? Ich hoffe nicht. Eigentlich hat das so gut geklappt. Das hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Okay, der Checkpoint ist wieder hier. Okay, dann beeilen wir uns mal ein bisschen mehr. Okay. Vielleicht ist. Er hat uns zumindest gehört oder gerochen. Komm, du kannst uns nicht sehen. Wenn wir jetzt hier einfach ganz ruhig, regungslos da warten. Also mit dem Affen könnte ich ihn weglocken. Aber da oben ist auch noch ein Hebel. Ich mach mal kurz die Taschenlampe an. Okay, geh mal weg. Ja, das machst du gut. Können wir hier hoch? Wir können hier hoch, okay. Oh nein, der. Der Wicht ist weg. Können wir ihn nicht mehr retten? Scheiße, und was hat dieser Hebel jetzt auf sich? So, ich habe damit jetzt was angestellt, okay. Das musste ich anscheinend machen. Oh nein, weil ich gesprungen bin, hat er uns gesehen, oder? Was? Wir haben uns nicht ein Stück bewegt. Ah, ich muss den Knopf da auch noch andrücken. Okay. Och Mensch. Das ist aber ein bisschen blöd jetzt gelaufen. Okay. Ach, weiterer Versuch. So. Okay, ich darf nicht rennen. Das ist krass, wie viel es jetzt gerade in diesen Räumen hier zu machen gibt. Wir sind ganz konzentriert und ganz leise. Komm schon, lauf weg. Wenn
Wenn er nämlich wieder im anderen Zimmer ist, werde ich den Hebel betätigen. Gut. Nein, du findest uns diesmal nicht. Wie komme ich jetzt hier weg? Okay, jetzt haben wir die Kreissäge angemacht. Ah, ich kann jetzt generell rennen. Ah, ich verstehe. Wenn wir die Kreissäge machen, wie lange dauert das noch? Ich verstehe. Wir müssen ihn mit der Kreissäge ablenken, damit wir die kurbeln können. Und weil dann ist es ja wieder so laut. Okay. Ich verstehe. Und dann können wir ganz gut fliehen. Ja. Scheiße. Wow. Okay, irgendwie hatten wir jetzt doch nicht mehr die Chance, nach rechts zu gehen in die Tür. Okay, bin ich ja gespannt. Ich wusste jetzt nicht, dass man hier nicht mehr wegkommt. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt durch einen Schacht, durch einen Müllschacht hindurchgefallen. Gut, hier hängt oben auch ein Zug oder zumindestens, warum sind hier wieder so viele Ratten? Weil es hier einfach so viel Müll hat. Die Leiter müssen wir doch probieren, mal irgendwie runterzukriegen. Oder können wir an der Leiter uns entlang? Nee, okay. Wir müssen die Leiter also anscheinend wieder reparieren. Ich glaube, wir können auch wieder rechts. Okay, was haben wir hier? Wow, okay. Und links. Okay, aber ich glaube, wir müssen zuerst nach links. Da ist wieder ein Wicht. Hallo. Aha. Also da kommen wir jetzt aber noch nicht hoch. Können wir hier hochklettern? Nee, okay. Gut, also hier müssen wir erst mit dem Waggon, mit dem Zugwaggon, nenne ich es jetzt einfach mal, wieder hingehen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die linke Tür. Ach, geht ja gar nicht. Aha. Was ist dann hier los? Muss ich hier hochklettern? Hä? Was gibt es hier sonst noch? Dann laufen wir hier hoch. Okay. Wenn ich jetzt hier hoch bin? Nee, daran kann er sich auch nicht mehr festhalten. Was haben wir denn? Hier haben wir aber auch noch eine Tür. Nee, also wir haben jetzt vier Türen, die wir nicht öffnen können. Warum kann ich denn hier mit der Leiter nicht interagieren? Ah, oder kann ich hier hoch? Kann er sich hier festhalten? Nope, sieht nicht so aus. Boah, Leute, wenn es das nächste Mal so heiß ist wie heute, dann werde ich auf jeden Fall nicht ein langärmliches Oberteil anziehen, sondern ich schwitze total stark. Ja, da oben kann man rein, aber. Okay, vielleicht ist das doch falsch, oder? Okay. Oder geht das doch in diesem Zimmer erstmal weiter? Aber hier gab es. Okay. Hier können wir mit nichts interagieren. Kann ich mich am Besen hochklettern? Nee. Konnten wir eh noch nie. Ja, und hier kann er auch nicht hochklettern. Wir können wirklich nur hier hoch. Oder müssen wir nochmal springen und uns festhalten? Nochmal springen und. Nee, okay. So haben wir ihn befreit. Oh, wie süß.
Oh, bitte, hab keine Angst. So, und jetzt, mit deiner Hilfe, werden wir mal gucken, was wir hier so machen können. Jetzt haben wir einen kleinen Wicht. Okay. Kann ich dich die Leiter hochwerfen und du wirst die Leiter? Ja! Sehr nice. Sehr schön, dass das geklappt hat. In Teamwork klappt doch alles besser. So. Gut, dann sind wir jetzt eine Etage höher. Dann werde ich meine Haare aus dem Gesicht nehmen. Können wir da oder wir können darauf? Wir müssen das ja runterkriegen. Ah, und da ist die Kurbel. Also wir könnten entweder jetzt nach links oder das mit der Kurbel. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass wir das mit der Kurbel zuerst machen. Wenn wir da schon hinkommen können. Ah, oder kommen wir hier doch noch nicht hin? Okay. Interessant. So, dann rein da. Wir sind in diesem Raum. Hier haben wir doch auch mit Six alles sehen können, was wir... was so die Aufgaben des Spiels waren. Können wir das mit Kit auch nochmal machen? Ja. Okay, hier sehen wir jetzt also das, was bei Six auch war. Und wo er ja verpackt worden ist. Okay, was gibt's sonst noch? Wir sehen eine einsame Kurbel liegen. Das ist derselbe Raum, den Six noch betreten muss. Verzeihung, ich gähne. Gerade viel zu viel Verzeihung. Okay, also Six muss hier noch lang, weil sonst wäre die Kurbel nicht da. Was ist das für ein Raum? Der ist, glaube ich, neu. Ist der für uns bestimmt? Ist der für uns gedacht? Oder sind wir in diesem Raum nicht erwacht? Okay, weil in dem Raum sieht man jetzt eigentlich nichts anderes außer Käfige. Und rechts ein Schacht. Okay, interessant. Wir sehen Six! Wir können Six sehen! Ah! Da ist er gerade. Aha. Interessant. Können wir das nochmal alles angucken? Aha. Sehr gut gemacht. Okay. Sehr interessant. Dann haben wir jetzt das Six gesehen, das er gerade noch anfängt. Genau, dann war das alles, was wir gesehen haben, so gedacht, dass Six alles noch erleben muss. Hier haben wir auch die zwei Puppen, die genau so sitzen, als ob sie Fernsehen schauen. Also als ob sie zum Auge hinschauen würden. Das ist total süß irgendwie. Und wir haben hier verschiedene Zeichnungen. Ja. Gut. Interessant, okay. Aber Moment mal, der Raum hat uns nicht weiter... Also, der hat uns jetzt nicht weitergebracht. Aha, so müssen wir rüber. Und wir müssen mitschwingen. Ja, zum Glück hast du dich festgehalten. Dann haben wir hier auf der Seite ein Ventil, welches wir drehen können. So. Dann lassen wir diesen Waggon mal hinab. So. Nee. Ah, ich wollte gerade schon sagen, ist das jetzt etwa auch mit einem Zeitlimit? Oh Gott, ist es aber zum Glück nicht. Okay, gut. Dann können wir also gleich runter. Was haben wir hier? Ist hier eine Tür? Ja, hier ist eine Tür. Ich glaube, der Rückweg ist so folgendermaßen, dass wir auf den Kisten klettern. Genau. Cool, wie man sich über solche kleinen Details freut. Ja, da hast du recht, typisch TV. Das stimmt wirklich. Vor allem wird jetzt auch geklärt, dass auch zeitgleich wie Six versucht hier zu fliehen, dass auch zeitgleich ein anderes Kind versucht zu fliehen. Das ist schon sehr interessant, finde ich, insgesamt. Und dass man mit verschiedenen Perspektiven... Ich will mich an der Leiter festhalten. Dass man aus verschiedenen Perspektiven das Spiel erlebt, finde ich sehr interessant.
Okay. Ich wollte zwar runterklettern, aber irgendwie hat das nicht geklappt. So. Dann schnappen wir uns dich wieder und du gehst da mit drauf. Hä? Okay, also vom Sprung her schaffst du es eigentlich. Wo bist du? Da. Da bist du. So, dann schnappen wir uns dich wieder. Hä? Okay, ich schaue in die falsche Richtung. In die falsche Perspektive. Immer noch? Ich kann nicht richtig zielen als Sidescroller. So, ich glaube, so ist gut. Ach, der geht gar nicht da drauf. Ich versuche es einmal noch. Nee. Okay. Dann müssen wir, glaube ich, gemeinsam schieben. Aber jetzt ist die Frage, wohin? Rechts? Moment, aber es hat sich doch eh noch gar keine Tür... Hä? Oder links? Süß, wer auch und hinter uns her sprintet. Hä? Wir haben die Türen aber doch nicht geöffnet. Das bringt doch nichts, oder? Naja, versuchen wir erstmal den kürzeren Weg. Und das wäre der linke Weg. So, wir beide versuchen jetzt mal das... Den... Ja. Was machst du in der Zeit? Moment, du hältst es fest. Soll es nicht in die Richtung? Soll es eher in die andere Richtung? Okay, ich bin gespannt. Versuchen wir mal von der Seite. Ah, okay. Dann soll es anscheinend nicht nach links, sondern es soll nach rechts befördert werden. Ah, wir müssen uns zu zweit anstrengen. Hä, wir sind zu zweit immer noch zu wenig. Oh, er hängt fest. Oder müssen wir die Tür einstürzen lassen? Nein, er hängt fest. Nicht festhängen. Oder sollen wir an dieser Stelle versuchen... Nee, Moment. Das jetzt hochzuziehen. Ist das denn einfacher für uns? Ja, stimmt. Doch, er kann von unten und ich kann von oben und... Es klappt einfach nicht. Warum klappt es denn nicht? Nee, dann versuche ich erstmal wieder nach rechts. So. Versuchen wir erstmal wieder nach rechts. Nichts. Liebe Toastbrotgesellen, an der Stelle, falls ihr schon eher irgendwie das Gefühl habt, dass ihr wisst, wie es weitergeht, könnt ihr mir an dieser Stelle gerne weiterhelfen. Ich verstehe das nämlich gerade nicht so ganz. Okay. Okay. Ich überlege gerade, deswegen bin ich gerade für diesen Augenblick so still. Hä? Ich habe das Gefühl, wir haben alles gemacht. Oder was habe ich denn verpasst? Fallen wir hier runter. Huch, und ich laufe gegen den Mast. Ich laufe gerne gegen Mäste. Aber hier gab es doch nirgendwo einen Hebel ansonsten. Also der Raum wirkt eigenartig. Da ich jetzt nicht weiterkomme. Das ist aber blöd. Nee, da komme ich auch nicht weiter. Vor allem sehe ich auch keinen zweiten Wicht oder so. Ich wüsste jetzt nicht, wo einer wäre, dass man ihn retten könnte oder so. Verzeihung. Ich komme nicht weiter. Der bleibt da stehen. Warum bleibst du da stehen? Ich sehe auch nichts wegen dem Mast. Kann ich hier doch hoch?
sieht eigentlich nicht so aus. Aber oben, wir schauen noch mal, was wir oben haben. Ja, gar nichts. Wir haben ja nur den Raum mit den Videokameras, so gesehen. Ich nenne ihn jetzt einfach Videokameraraum. Was haben wir hier? Wir hatten schon lange kein Collectible mehr. Und da hatten wir auch eine Tür, die verschlossen. Ich mache heute den Gan-Remix. Dann laufen wir jetzt hier runter. Hä, der Kontrollpunkt kommt neu. Ja, schön für den Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Warum kommt der überhaupt nicht mehr hier hin? Ah, okay. So, wir können hier hochklettern. Können wir hier eigentlich... Weil hier liegt ja irgendwie... Ach so, hier liegt nur Müll. Aber den kann ich nicht aufheben. Beziehungsweise den Hammer. Egal in welchem Winkel ich stehe. Ich kann den Hammer nicht aufnehmen. Okay. Hier gibt es Scherben. Ach ja, das sind ja die Scherben von dem Wicht. Und das Ventil? Auch nicht. Hä? Ist jetzt aber ein bisschen sehr blöd. Also ich glaube, ich weiß jetzt wirklich nicht weiter. Oh, das ist aber blöd. Oh, und ihr Toastbrotgesellen, da ihr bisher auch noch nichts geschrieben habt, gehe ich erstmal davon aus, dass ihr auch nicht so wirklich wisst, was jetzt hier los ist. Oder auch nicht weiterhelfen könnt. Weil es gibt ja hier nichts zum Drücken. Hä? Und wir zu zweit sind alleine zu leicht. Gut, dann würde ich erstmal sagen, an der Stelle machen wir mal eine kurze Pause. Und es geht dann im nächsten Part weiter.